Hallo Kamera. Hallo, mein Name ist Elektra Wagenrath und neben anderen Dingen bin ich Philosophin. Und das ist mein neuestes Buch. Das heißt, die Philosophie des Nichtdenkens oder der kleine Homunculus möchte bitte im Vorderlappen des Großhirns abgeholt werden. Letzteres muss man sich vorstellen mit der Stimme mit der Akustik einer Stimme, die man am Bahnhof als Durchsage hört. Der kleine Homunculus möchte bitte im Vorderlappen des Großhirns abgeholt werden. Musik, genau. Dem Buch vorangestellt habe ich ein Zitat aus dem Film Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder. Nicht viele Leute kennen heutzutage diesen Film. Es ist ein Fernsehfilm aus den 70ern. Und der Film ist die Vorlage gewesen für Matrix. Vollmer. Kennst du das Spiel? Ich sehe was, was du nicht siehst? Lause. Natürlich. Das haben wir doch alle als Kinder gespielt. Vollmer. Ich weiß etwas, das du nicht weißt. Nach einem Moment des gedankenvollen Schweigens setzt Vollmer fort. Wenn die Menschen davon erfahren würden, wäre es das Ende dieser Welt. Kapitel 1 Vorrede. Im Laufe der Evolution haben unsere Vorfahren damit begonnen, ein komplexes System von Symbolen zu entwickeln. Einen Code für komplexe symbolische Kommunikation. Dieser Code, unsere Sprache, ist kein greifbarer Gegenstand, sondern nur ein Verfahren. Aber die Entwicklung dieses Verfahrens hat unserer Spezies einen enormen evolutionären Schub verschafft. Leider hat sich im Zuge dieser Entwicklung ein Betriebsunfall ereignet. Seit einem unbekannten Zeitpunkt in der Vergangenheit suchen Menschen in ihrem Code nach Weisheit. Bei diesem Ansinnen handelt es sich um einen elementaren Denkfehler, denn der Code selbst hat überhaupt keine Kenntnis von den Informationen, die wir darin suchen. Die Suche nach Weisheit im Dialog mit der eigenen Sprache ist eine vergebliche Liebesmühe, denn auch ein komplexer Code ist eben nur ein Code. Ein Code ist keine eigene, selbstständig denkende oder handelnde Sache. Der Code weiß selbst nichts von seiner Bedeutung, denn er ist ja kein Lebewesen. Er ist nicht einmal ein Objekt, das dazu in der Lage wäre, uns stumm auf dieses Missverständnis hinzuweisen. Ohne ein menschliches Wesen, das Code interpretiert, ist ein gedrucktes Buch nur Kleckse auf Papier. Wenn niemand Informationen durch den symbolischen Code zwischenmenschlicher Sprache ausdrückt und damit von anderen verstanden wird, entsteht überhaupt gar kein Code in menschlicher Sprache. Und er bewirkt auch nichts. Er erklärt nichts, tut nichts, verändert nichts, will nichts, weiß nichts, hat keinerlei Bedürfnisse. Trotzdem haben einige unserer Vorfahren damit angefangen, ihren eigenen Code zu vergöttern. So als ob der Code ein selbstständiges, denkendes Wesen von erhabener, höherer Intelligenz wäre. Und
dass es sich lohnen würde, mit diesem Wesen in einen inneren Dialog einzutreten. Die Tatsache, dass wir uns selbst den Besitz einer erhabenen metaphysischen Intelligenz in unseren Köpfen zuschreiben, ist eben nur eine Zuschreibung innerhalb dieses Codes. Nichts weiter. Genauer gesagt, es ist ein Wahn, durch den ein historischer Berg von Irrtümern und menschlichen Katastrophen entstanden ist. Die ungeheure und absolute Mehrheit der Menschen sucht immer noch in ihrer Sprache nach Weisheit. Und die allermeisten Menschen gehören zu ihnen. Und da sie sich dabei in einem imaginären Labyrinth ihrer inneren, intelligiblen Welt verfangen haben, ist es mir leider unmöglich, die größte Majorität noch ernst zu nehmen. Die Suche in der eigenen symbolischen Kommunikation nach Weisheit, nach den Geheimnissen der Metaphysik und des Universums, nach absoluten Prinzipien, mit denen man die Welt erklären kann, ist Philosophie. In der Philosophie haben sich drei Grundströmungen gebildet. Die Monisten meinen, es gäbe nur ein Prinzip, mit dem man die Welt erklären könnte. Zu ihnen gehören die Materialisten und Physikalisten. Thales von Milet war einer der ersten Monisten. Er glaubte, dass das ganze Universum aus Wasser in fester und flüssiger Form besteht. Dagegen meinen die Dualisten, es gäbe zwei Prinzipien, die man braucht, um die Welt erklären zu können. Eine geistige Ursache und eine materielle. Als dritte Strömung meinen die Pluralisten, dass es mehr als ein oder zwei unterschiedliche Prinzipien, Systeme oder Sprachspiele geben müsse, mit denen man die Welt erklären kann. Alle drei Glaubensrichtungen der Philosophie suchen in ihren eigenen Code nach Weisheit. Der letzten, größten Weisheit.